Hallo. Hallo. Schlafen. Tür schließt. Jo, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem Auf zum Video. Hier mal ein. Moment. Ich mag das Mond 2014. Dritte Etage. Tür öffnet. Leute, ich gesehen habe, dass es wirklich 60 Aufzüge gibt. Aber das ist nämlich jeder Aufzug 50. Aufzug 57. Eben diesen Katharinenhospital ist auch mein Lieblingskrankenhaus in Stuttgart. Meine zweite Heimatstadt. Da gibt es 60 Aufzüge. Das kann ich mir nicht vorstellen. 60! So viel muss ich filmen dann. Alter, das wird richtig eine Aufzugtour. Das wird nicht alle einzelnen Aufzugnamen. Das wird eine richtige Aufzugtour. Das ist ja so, wie es ausschaut. 60 Aufzüge. Leute, ja, das ist der Rohrpost. Ja, das ist. Ja, ich glaube, das kennt ihr nicht, oder? Ja, das ist nämlich ein Rohrpost. Ich kann mal zeigen, wie es aussieht. Ja, wie sieht es aus? Hallo. Tür schließt. Tür schließt. 2014. Aber jetzt die auf der Aufzugmarke. Ja. Hier mal früher ein Thyssen-Aufzug. Also Thyssen, aber der wurde modernisiert durch, ich glaube, Probeil oder irgendwas. Und jetzt ist die Kabine noch alt. Nur dieses Panel und dieses Panel und Außenanzeiger, Außenköpfe sind neu. Etage minus 3. Und die Ansagen auch. Tür öffnet. Alter, hier sieht es so geschäftig aus. Alter, sieht echt festlich aus. Die ist echt festlich. Ist auf dem Simulator oder sowas. Wie in diesem Spiel sind auch diese hässliche, diese Schimmelschrott. Die ist echt festlich. Alter. Boah, das fließt nicht viel mehr. Ich will raus. Ich hoffe, es ist auch ein bisschen verschmutzt. Alter, hier ist echt hässlich. Ja, wie geht's? Ich weiß, ob man hier betreten darf. Ich mach jetzt mal, die werden sonst nicht erweitern. Ich will mir nicht machen, das wird wieder schon hochfallen. Ja, wir haben schon den nächsten Aufzug. Ja, sorry Leute, vielleicht das Mikrofon nicht benutzt. Es tut mir wirklich leid. Aber auch ab und zu kann ich aus dem Mikrofon rauszuholen. Wann kommt der Aufzug? Genau, ich warte kurz, bis gleich. Sonst bist du auch zu lange. Dann bis gleich. Jetzt seid ihr schon da. So schnell. Das ist keine Treppe. Das ist also, wie es auch keiner hier drin sein. Sonst fragen wir uns dann, was macht der Junge da draußen? Das ist unsere Chance. Fragt er dann, was machen Sie denn hier? Dann, tja, was soll ich dann antworten? Ich kann ja nicht sagen, sein Technikraum oder sowas. Ja, jetzt gehen wir zum Bettenaufzug. Nummer 1. Also, Erdgeschoss. Erster Stock. Tür öffnet. Tür schließt.
Erste Etage. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ja, ihr liebe Japan. Ciao. Jo, hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Aufzug-Video. Der zweite Aufzug. Der Bettenaufzug. Ich bin eigentlich für Betten gedacht, aber egal. Ich benutze einfach alle Aufzüge, was hier zu fahren ist. Aber ich glaube, der Aufzug nimmt aus Glas, glaube ich. Oh ja, geil. Der ist Glas, wie ihr seht. Oh, das ist richtig neu. Da wurde Muster mit uns sitzen. Alter, warum stinkt denn hier so? Boah. Alter, das stinkt nach Pipi. Hier geht. 2004. Uff. Alter. Boah. Das stinkt wie wenn die Deutschmann aufzählen. Boah, ich will nicht mit dir fahren, Alter. Boah. Uff. Das stinkt richtig. Das stinkt nach Pipi, ey. Wie ich den Aufzug da gescheißt habe. Wie hat den Aufzug da gescheißt. Mein Gott, Alter. Das stinkt furchtbar. Ich hoffe, der stinkt nicht so. Boah. Boah, der hat so kochen die Deutschmann-Aufzüge. Wie ihr auch schon kennt. Der auch so stinkt. Alter. So ein stinkender Aufzug ist das, ey. Auf mich. Hey, sag mal, was ist denn jetzt mit diesem Aufzug los? Ich bin aus Betrieb. Ach nee, kein Bock mit diesem stinkenden Aufzug. Oh, Mano. Warum muss ich mit diesem stinkenden Aufzug fahren? Meine Fresse. Alter, das stinkt furchtbar. Ja. Oh Gott, das stinkt furchtbar. Alter, das ist so stinkig. Boah, ich will es nicht einhaben, Alter, das stinkt furchtbar. Warum soll ich diesen Scheiß aufzufallen? Ach nee, ich will bitte was. No. Der Aufzug stinkt furchtbar. Das stimmt. Wir haben einen Patient. Hier ist viel besser. Ich habe diesen stinkenden Aufzug. Hier ist besser. Hier ist normal, wie in den Krankenhäusern. Aber bei dir stinkt nicht. Das stinkt. Aber warum ist der Aufzug eigentlich kaputt? Warum ist der andere kaputt? Ich glaube, der ist noch furchtbar, glaube ich. Weiß nicht. Ich will nicht gucken, ey, das wird jetzt im Schildrad auch zu stinkt furchtbar. Boah, wie kann das denn so stinken? Wenn ich die oder diese Duft dabei hätte, dann hätte ich jetzt sofort die reinsprühen können. Der stinkt nicht mehr ganz so. Boah, jetzt bin ich echt auch raus aus dem stinkenden Aufzug. Mein Alter, jetzt geht's zum nächsten.
Tschüss.